Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sterne sprangen vom Himmel hoch, da komm ich her. Bin gerade auf dem Berg, auf der Hälfte von dem Berg und weiß nicht mehr weiter. Ach, ich muss da außen rumlaufen. Boah, wenn ich jetzt abstürze, habe ich keinen Bock mehr heute. Ich sag's euch. Okay, jetzt habe ich es doch nicht. Ich muss hoch, nicht runter. Und jetzt bin ich schon wieder bei einem Punkt. Hä? Leck mich doch. Okay, wieder zurück. Oh nein, jetzt bin ich gestorben. Abgestürzt. Du dummer Neandertaler, ey. Das kann ja nichts werden. Buki will Steinhaut. Ne, da haben sie mir die Schwächsten aus dem Dorf genommen, das ist so ein wie mich. Ey, ich komme aus dem Dorf nicht raus. Affen! Ja, warte! Pass auf, ich werde dich jetzt töten, mein Freund. Oh, bäm, alter Schwede, ich habe den voll vernichtet. Jetzt habe ich den Urki getötet. Ich musste für ihn Steine besorgen, damit er sich eine Steinhaut bauen kann. Und dann hat er sich die Steine um den Hals gehängt und meinte so, schmeiß den Speer auf mich, schmeiß den Speer auf mich, schmeiß den Speer auf mich auf die 20 Meter nach hinten, voll gegen die Wand. Aber der lebt noch. Der redet auf jeden Fall noch. Ja, übel. Oh, Bestienreiter, jetzt kann ich auch auf Säbelzahntigern reiten. Jetzt komm mal her, dann reiten wir mal. Ich reite in den Säbelzahntiger, Alter, wie geil ist denn das, ey? Yeah. Ich muss sogar nicht mal absteigen zum Einsammeln von irgendwelchen Pflanzen oder so. Das geht. Das heißt, ich kann hocken bleiben. Das ist ja cool. Bin halt doppelt so schnell oder mehr als doppelt so schnell sogar. Bisschen blöd zum Lenken. Aber sonst.